Oh, das haben wir ausgesetzt, warte. Seele. Und jetzt abbauen. Geht das? Oh mein Gott! Hey Leute, was geht? Willkommen zum Video auf meinem Kanal. Nehme ich ein weiteres Battle Zero. Und heute ist es natürlich soweit. Nehme ich eine neue Woche. Heißt auch wieder ein neues Kit. Das heißt wieder 390 Robux. Einmal weggeschmissen. Und nehme ich dieses Kit der Woche heute ist... Nämlich der Grim Reaper. Und der Grim Reaper, der ist richtig OP eigentlich, wenn man so nachdenkt ein bisschen. Nämlich er konsumt, oder er verbraucht und nimmt wie der Elder Tree die Leichen oder die Seelen der Leichen oder der Toten, er gesagt. Und kann sich damit ein bisschen recken, kriegt natürlich Move Speed und ist dann invincible. Also das heißt, da kann man nicht den töten, natürlich, das kommt natürlich aus, ist ja klar. Und das wird 2,5 Sekunden, ist auf jeden Fall richtig cool. Und was dazu kommt, ist auch neu. Und ist das anscheinend jetzt nach einer Woche, Kappa, endlich mal weg, ist nämlich der Limited Time Mode. Nämlich hier das 16x16, das heißt das Bett Royal, 100 Players. Und dazu natürlich hier ein paar gescheite Mitspieler mitgenommen, dass wir nicht komplett gleich versagen werden. In 100 gegen 100, nee, 100 Spieler halt, also Bett Royal. Und wir sehen uns schon mal hier nochmal kurz einen neuen Charakter. Vielleicht sehen wir den eventuell im neuesten 1-Update, wir wissen es noch nicht. Also sagen wir gehen rein, 3-1, los geht's. So, jetzt sind wir hier noch mit einem anderen Team. Ah, und sonst einer gefehlt sogar, fällt mir gerade auf. Und hat nur eins. Uns haben zwei gefehlt. Zwei also, gefehlt. Wir haben zwei, ja. Oha, okay, dann können wir vielleicht noch schaffen. Also an der anderen Seite ein bisschen ruhiger, da glaube ich, kommen die nicht so schnell vorbei. Aber wir müssen auch mal kurz schnell nach drüben. Das heißt einmal. Oh, jetzt habe ich wieder. Das Dussel, Alter. So, okay. Einmal kurz schnell rüber. Einmal kurz. Oh, 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 oh. Oh, nein. Ah, ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Ah, Mist. Mist, ich hab's nicht gekriegt. Das Bett war low, das Bett war low. Okay, Nee, ich hab's nicht bekommen. Aber einer hat's. Nee, wir hätten da gerade irgendwas. Einer hat. Achso, das ist wohl die Nachbarn wurden zerstört, die pinken Nachbarn wurden zerstört. Okay, dann hol ich mal. Hä? Ja, okay, die Lobby lag gerade schon ein bisschen. Wir gerade wieder zurück, TP. Das kriegen wir ja aus den einen paar anderen Runden. Okay, perfekt. So, Knuffi ist geschafft, das Bett zu zerstören. Das heißt, wir müssen nur noch die jetzt eliminieren. Ja, drei Leute. Das heißt, wir gehen kurz schnell rüber mit Xerox, mit Doppel-X. Und dann machen kurz mal einmal den Platt. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo eine Seele eventuell. Ja, nice, hier ist eine Seele. Perfekt, ich geh mal schnell weg. Oh Gott, nein, oh Mann. Ey, ist wegen dem Speed mit der Seele runtergefallen. Oh Mann, ey. Aber wir sehen auf jeden Fall hier Yellow Beta, was auch immer Beta heißt. Jetzt mal, das ist vielleicht ein mehrere Teams existieren oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Die auf jeden Fall, alle in einem Team, das heißt, die werden auf jeden Fall gesplittet auf andere, Basen. So, Pink ist gerade allein, da ist gerade gar keiner. Das soll schnell rübergehen einmal. Mal schnell fast bridgen. Komm, 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 komm. Ja, wo die Seele hin? Ah, schaff ich das, schaff ich das, schaff ich das? Oh, komm. Oh, das haben wir ausgesetzt, warte. Seele. Und jetzt abbauen. Geht das? Oh mein Gott, was? Lol, man kann da mit der Seele dann die Betten abbauen. Das ist smart. Okay, das ist smart. Man kann anscheinend also nicht mit der Seele kämpfen. Man kann aber, während man nicht von den anderen getötet werden kann, das Bett von den abbauen. Das ist natürlich eine andere Liga. Das macht natürlich den Reaper natürlich wesentlich attraktiver. Okay, ich weiß noch, warum, aber die in der Rüstung, die hält der nennt sau, mich Hacker. Sau viel aus, auf jeden Fall. Und die anderen machen mir gerade den Restplatz. Aber ich, jetzt komm. Komm, jetzt. Ihr, komm, bleib stehen. Schön gemacht. Geh einfach in die andere Base, genau. Renn da perfekt rein. Das ist auch schön. So, die fliegt runter. Jetzt muss ich nur noch den Rest da eliminieren, den einen Haufen. Und dann ist unser Base, oder unsere Base zu sehen, erstmal safe. Aber die lenken echt alle sehr stark. Okay, die habe ich auch noch. Kriegen noch die Seele. Perfekt, danke. Das heißt, einmal kurz hier einsteigen, weglaufen und perfekt. Also auf jeden Fall, der Reaper ist sehr OP, wenn man es so sieht, dass man halt Leute das Bett halt mit, so gesehen, Gottnot abbauen kann für eine kurze Zeit. Das ist natürlich schon ein guter, smarter Play damit, ne? Wir können kurz mal rübergehen und kurz hier nochmal kurz abstauben und dann mal gucken. Oh, da ist was sogar. Da versucht einer, das Bett von denen abzubauen. Ich nehme natürlich nur die Sachen mit. Den Rest verziehe ich nicht wieder nach, zu unserer Base. Pass auf, da ist einer. Das heißt, hier kurz schnell noch einen Bogen holen mit Pfeile und dann können wir schon rüberlaufen. Die rennt jetzt weg, glaube ich. Oder kriege ich noch? Ah, zack, der getroffen. Aber sie fällt nicht runter. Okay. Dann, Xerox, bist du bereit, um in den Krieg zu ziehen? Ja. Okay, ich habe noch ein paar Blöcke. Ich habe Lederrüstung. Genau, ich habe noch 11 Pfeile. Mehr habe ich nicht. Das heißt, wir versuchen jetzt natürlich hier irgendwas zu machen. Wir brauchen am besten noch eine Axt, weil die haben da echt schon ein bisschen zugebaut, ne? Also ich weiß nicht, ob du da so reinraschen willst, aber das ist das jetzt hier. Noch eine Steinachse. 20 sind natürlich ein bisschen besser. Natürlich, wenn ich die kleppen könnte, könnte ich dann natürlich versuchen, das abzubauen. Wir brauchen besser Steinpicke, um da durchzubrechen. Okay, okay, die kloppen sich gerade. Vielleicht ist das meine Möglichkeit. Oh, warte. Ich muss einmal kurz den Roten hier holen. Okay, Seele nehmen. Zum Safen schnell. Okay, jetzt einmal hier durch. Komm, 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 komm. Ah, und das. Ey, was ist das Bett? Achso, das ist schon kaputt, oder wie? Oh nein, das ist schon kaputt! Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich, dass man noch nicht weiß, wann was welches Bett kaputt ist. Okay, wir können das schaffen, wir können das schaffen. Wie gesagt, einmal kurz hier ein bisschen einen Pfeile kaufen und dann können wir weitergehen. So, Xerox geht natürlich hier vorne schon ein bisschen vor. Das ist schon ein bisschen eine bessere Runde auf jeden Fall hier als die letzte davor. Ah! Oh Gott, was hat der für eine Range manchmal? Ja, habe ich mich gerade auch gefragt. Okay, so, einmal kurz hier. Ja, also die Legs, die haben auf jeden Fall hier einen großen
Impact in der Runde. So, einmal kurz sie mit dem Bogen da bombardieren. Versuchen natürlich so weit wie möglich hier durchzukommen. So, ich würde sagen, wir. Ich weiß nicht, ob die rushen sollten. Die haben, glaube ich, kein Bett, oder? Ja, ich glaube, hinten ist noch ein Bett, doch. Ja, aber die haben jetzt kein Bett. Jetzt halt gerade sind. Das ist auch noch ein Tier, was ich noch nicht festgestellt habe. Was passiert eigentlich, wenn noch ein gelbes Team ein Bett übrig hat oder zwei? Ob dann wer wo landet? Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal kurz schnell rüber auf ganz risky. Der ist runter. Da ist einer mit einer Dio. Ist er mit der Dio-Rüstung? Oh, der hat Eisenrüstung. Aber er rennt. Oh. Er ist runter. Okay, er ist runter. Perfekt. Da können wir ein bisschen weiter vorziehen. Das ist wie gesagt, Battle Open Royale. Da kann man sich nicht verbunkern. Wir sind gerade links gelaufen. Rechts. Weil es ist nämlich gar keine in der Base, ne? Ja, das ist ein Battle Open Royale. Da muss man halt risky spielen halt, ne? So, ich sammle noch ganz was für eine Eisenrüstung. Mir fehlen noch zwei. Ja, einer. Ich hatte so lange hier ein bisschen Stellung auf mich. Aber die haben auch, glaube ich, noch ein Bett da, glaube ich, meine ich. Ja, okay. Dann würde ich sagen, einmal kurz noch warten und dann ich hole kurz ein bisschen Spitzhacke. Also ich habe 4 Stück. Ja, das heißt, bombardier mal kurz das von denen da auf, das Teil. Und dann müssen wir da... Oh. Mach weiter. Halt den Trouble. Oh, nein! Ah! Mann, ich habe keine Balloons auch. Mist! Hab's. Perfekt. Sehr schön. Aber ich bin runter. Ja, egal. Alles gut. Also Knuffi schafft auf jeden Fall hier die ganzen Betten zu zerstören. So, der Serus geht schon in die Mitte rein. Was sieht's aus gerade technisch? Hat sich gerade erledigt. Ich bin wieder runtergefallen. Ah, so, perfekt. So, dann gehen wir schon mal in die Mitte hier langsam rein. Ah, ich sehe es, ja. Perfekt. Profi auf jeden Fall. Oh, einer ist gestorben. Der hat 7 Emeralds gegeben. Oha, schnell zurück. So, einmal kurz hier holen. Zack, perfekt. Da haben wir schon unseren Crossbow. Dann Emeralds gucken. Da will ich am besten Damage kaufen. Na, ja. Okay, jetzt jumpt natürlich wieder rum. Hier natürlich auch sehr gut zum Fighten. Da ist natürlich viel Fläche gegeben. Oh, und rein da. So, hey Leute, das macht die denn jetzt? Ja, sie hat auch richtig spät gemerkt irgendwie. So, und perfekt. Nehmen wir das mit. So, und dann gehen wir da. Okay, da hinten ist einer. Ich schieße kurz runter, wenn möglich. Ich gehe eben kurz zur Base zurück, weil ich habe 8 Dias. Ja, ich versuche gerade irgendwie den Typen da oben runter zu reißen. Das müsste auch ein Reaper sein, weil der so von sich hin smoked. Oder, das heißt, ich konzentriere mich lieber auf den da oder wer auch immer noch dazukommt. Zack. Komm. Ja, komm, trau dich doch her. Ich schieße dich kaputt. So, einmal noch eine Combo gedrückt. Ja, einmal kurz Combo gedrückt. Komm, zack, nimm die Seele und komm, der nächste, komm. Zack, hat er Diamantrüstung. Ich glaube, nicht so smart, den anzugreifen gerade, aber okay. Jetzt juckt ihn gar nicht, der rennt, der rusht durch. Ah, oh, die Brücken. Ich bin runter. Ja, die Brücken sind auf jeden Fall das hier, was am besten eigentlich ist. Aber ich versuche mal abzuschießen. Oh, der hat gesessen auf jeden Fall. Oh, jetzt ist er runtergefallen? Ah, nee, das ist eine Ebene weiter runterlaufen. Okay, egal, wir holen uns mal kurz hier ein paar Emeraldos. Dann hole ich mir den jetzt. Komm. Den hole ich mir. Meine Emeralds und deine Emeralds. Der den noch. Oh, das ist ein Giant! Ah! Oh Gott! Das ist ja ein Riese! Oh Gott! Ah, hier liegen noch Diamantenecke. Das ist ja ein Riese! Oh je. Komm mal kurz her. Hier mich. Danke. Hier, ich mach schon. Durch die Wand getroffen. Okay, aber ich muss ein bisschen hier dicker bauen. So, jetzt einmal kurz ein Riese. Komm, der ist nicht groß. Der ist nicht groß. Okay, nice, tot. Konsumieren, perfekt. 3 Emeralds, 13 Diamanten. Ich glaube, es wäre smart, ein bisschen nach Hause zu gehen eigentlich. Aber wir gehen weiter hier. Komm, das schaffen wir. Da ist die Base. Jetzt müssen wir nur überleben, da heile anzukommen. Ich gehe am besten über Pink. Da kann ich schon mal über Pink den Rest freischalten. Mal schnell. Okay. Perfekt. So, wir sind auf jeden Fall hier. Serus, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei uns an der Base und Protector. Okay, ich hole Damage auf jeden Fall. Das lohnt sich. Dann hole ich mir noch eine Diamantrüstung. Lohnt sich jetzt gerade nicht so krass. Aber ich hole mir kurz noch mal ein paar Pfeile. Mal kurz noch ein paar Pfeile kaufen. Okay, also unsere Base ist auf jeden Fall sehr stark. Protector, das heißt, wir könnten eigentlich einen Abstecher mal zu blau machen, wenn ich so ein bisschen nachdenke drüber. Aber so, welches Blau ist das? Zyan Blau. Nein. Ist war offen. Okay, dann gehen wir schnell hin. Welche Richtung? Links, ne? Ja, die Richtung hier. Links. Die Richtung. Genau. Nur hier schnell die Axt, so mehr brauche ich nicht. Ich sehe mal ganz genau, egal. Mal kurz noch ein paar Feuerbälle kaufen, dann können wir mich schön mit wegschleudern. So, mal kurz ein paar Feuerbälle kaufen. Wie gesagt, sehr intensive Runde. Mal gucken, ob ich alles von rauscutten werde, weil das schon ein bisschen. Das ist schon echt lang. Zyan. Aber Zyan hat kein Bett, glaube ich. Oh, der ist Helm! Oh Gott! Alter! Oh, der ist runter! Der ist unten! Oder? Der ist raus. Ach so, das war. Okay, verstehe. Von dem Typen, der die andere Zyan-Base hatte, von dem war das Bett zerstört, deswegen ist er nicht respawned. Ah. Das heißt auch schon auf jeden Fall, wenn man stirbt hier und das Bett ist weg, respawnt man auch nicht. So, den Riesen juckt natürlich so halbwegs nur. Ich versuche rein zu rushen, mach den Weg frei. Ist offen, okay. Ich fahre runter, bin tot. Das heißt, wir bewegen uns schnell kurz einmal zum gelegenen Ziel. Das Gelb. Nee, das Orange ist vor uns da sogar noch. Also, wir sind die Einzigen, die noch ein Bett haben. Das Bett ist weg, ne, von denen? Ja, das Bett ist weg. Ich bin auch da. Okay, bereit? Ja. 3, 2, 1 und ich bombardiere. So, jetzt geht's rein in die Masse.
Oh, das sieht gut aus. Ist schon down. Oh, Ballon. Ist alle down. Ah, der Riese hält sich. Der Riese. Ah, ich krieg nicht, ich treff nicht. Oh, er hat sich tippelt. Oh, getroffen. Und komm, noch einmal. Ah, der hat zu viele Enderpearls auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall schon Emeralds hier gefarmt. Genau, die haben hier Emeralds ohne Ende. Der hat aber echt viele Ballons im Image schon. Der hat sich auf das Schlimmste vorbereitet. Das heißt, er kann so ungefähr um die 36 Ballons vielleicht haben. Warte, ich kann hier hoch. Ich kann bomben. Achtung. Aufpassen. Knuffi nicht. Okay. Warte, den schießt es runter. Warte. Ah, jetzt aimt er natürlich von da oben wieder runter. Zack. Einmal. Und zweimal. So. Und damit ist er tot. Und ich konsumiere seine Seelen. Perfekt. So muss das sein. Sehr schön. So, jetzt geht das finale Battle hier los. Ich würde sagen. Ich habe keine Feuerwehr. Lass mich mal welche nochmal holen. Ah, kurz. Ja. Ich hab, die bewegen sich. Warte, ich muss sie ein wegbomben. Zack. Oh. Mal gucken. Erstmal hier wegbomben. Oh, Alter, die fliegt. Aua, einer ist unter, einer ist unten. Ja. Nee, der hat sich schon mit dem Enderperl. Oh, Alter! Junge, ich bin fast tot! Alter! So, der kommt, ihr müsst wegfetzen. Der eine ist ein bisschen weiter. Nein! Hey, wo ist er hin? Hat er geleckt? Der leckt da. Er leckt. Okay, danke für den Boost, Bro. So, okay. So. Er hat aber Angst. Nein! Oh, Alter! Junge, war das knapp. Fast runterflogen. Okay, du schaffst das. Ja, komm. Nein. Oh, pass auf, der hat Feuerball. Oh! Okay. Wow! Nein, ich bin tot. Ist unten. Ich bin weg, auch. Bin auch unten. Hatte keine Ballons mehr. Mal gucken, ob es jetzt hier Knuffi schafft, diesen Unnamed zu siegen. Außer sie fällt selber runter und wäre natürlich voll deppig. Aber okay. Wir gucken mal. Azui farmt hier weiter in der Zeit, wo Knuffi natürlich versucht, hier Unnamed. Oh. Hä? Hat die überlebt? Ja, nice. Oh mein Gott, war das lange gedauert. Alter. 46 Minuten. Oh Mann, Leute. Und ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal von Bad Wars näher verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao. Tschüss.